Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wir sind im Büro des Volusbotschafters und spielen jetzt mal einen Eintrag ab. Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viel. Aber der Kampf gegen die Allianz muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Sie sind alle Monster! Botschafter, bitte! Hunderte von Toten. Odinas Feuerbruch am Rad. Ich hätte längst mit Ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Was machen Sie? Ich glaube, der Dean liebt nicht mehr. Verdammt! Cerberus ist heute wirklich überall. Geht das jetzt etwa die ganze Nacht so weiter? Bringen Sie den Wagen her. Schnell, der Mistkerl ist schwerer, als er aussieht. Said? Said? Oh, wenn wir den jetzt auch noch wieder treffen. Ist hier sonst noch was? Hier ist noch was. Schon, sie wären an dem Geld nicht interessiert. So ist es. Weil Korlak für Cerberus gearbeitet hat? Was geht sie das an? Das geht sie gar nichts an. Wacht er auf? Hier spricht Commander Shepard. Hören Sie mich? Ja. Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch ein Präsidium. C-Sicherheit wird Selkisch-Waffen überprüfen, wenn sie merken, dass ich weg bin. Sie sind ihnen egal, wenn rauskommt, dass sie an Cerberus verkauft haben. Moment. Cerberus will eine Kolonie angreifen, die... Ruhig. Hilfe ist unterwegs. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Said hat für Cerberus gearbeitet. Auf Ihren früheren Arbeitgeber abgesehen, Said. Woher kennen Sie plötzlich meinen Namen? Gute Frage. Wird er hier irgendwo festgehalten? Ja. Ich habe gerade nicht aufgepasst, wollte ich sagen, aber naja, mir fehlen so ein paar Informationen. Verdammt, falsche Tür. Er braucht sie lebend, um Cerberus aufzuhalten. Cerberus hat es auf eine turianische Kolonie abgesehen. Wenn ich sterbe, kriegen Sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe sie erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Ziemlich. Hallo, Said. Lange her, Said. Shepard. Zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander. Ich... Ohne Sie wäre ich gestorben.
Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Haben die Söldner sie verletzt? Mir geht's gut. Ich sollte bis zum Eintreffen des Lösegelds am Leben bleiben. Es war unwichtig, was ich zu sagen hatte. Sie erwähnten in Ihrer Nachricht eine Kolonie. Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich Ihnen den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst Ihr eigenes Volk verraten. Wir haben Ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Die Volos Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder Sie geben uns beides. Sie können die Turianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Sie wollten schon mal das Richtige tun, haben dabei aber den falschen Leuten vertraut. Das ist Ihre Chance zur Wiedergutmachung. Sie geben uns die Unterstützung der Volus und helfen uns, Cerberus zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann nicht. Oh, doch. Es ist Zeitverschwendung, an das Gute in einem Volus zu appellieren, Shepard. Elfus. Die Kolonie heißt Elfus. Cerberus will ihre Werften. Und die Bomberflotte? Sie gehört Ihnen, Commander. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Okay, Said. Ja, cool. Den hatte ich irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm. War jetzt aber auch kein Charakter, den ich in 2 oft mit hatte. So, wenn wir jetzt hier sind, können wir ja nochmal gucken. Genau, ob wir die Codes abgeben können. Ich muss ehrlich sagen, habe ich bestimmt schon ein paar Mal, es ist einfach manchmal super verwirrend, wann was getriggert wird und was es dann ist, weil man halt schwer das verfolgen kann. Okay, bei ihr muss ich das nicht abgeben. Genau, also es ist für mich einfach verwirrend. Dann würde ich jetzt erstmal neben Huerta Krankenhaus konnten wir noch was abgeben. Hier hatten wir ja schon. Das Gelege hat sich stabilisiert. Wirklich? Das sind wunderbare Neuigkeiten, Schwester. Zur Sicherheit, Offizier. Eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Gute Arbeit. Okay, irgendwas hat sie Sicherheit gefunden. Aber hier scheint ja nichts mehr zu sein, wo wir was abgeben. Vielleicht nochmal da oben. Achso, ja. Ich vergesse das immer wieder, dass ich den schon angequatscht habe. Okay, ich mache jetzt erstmal normal weiter. Vielleicht werde ich dann nochmal alles ergoogeln. Krankenhaus bin ich mir relativ sicher, dass ich da was abgeben kann. Ja, werde noch vielleicht nochmal was googeln. Das dann leichter zu finden. Aber sonst machen wir dann irgendwann mit der. Ach, da ist die Konsole.
der Hauptquest weiter. Knowles, hier ist Shepard. Ich habe eine der Code-Positionen gefunden. Okay, ich schalte jetzt ab. Ich muss nur ihren Spectre-Status autorisieren. Sieht aus, als hätte jemand versucht, medizinische Vorräte anzufordern. Okay, dieser Zugangscode ist offiziell deaktiviert. Können Sie noch weitere finden? Karte aktualisiert. Aber wo was ist, oder? Actors. Ah, vielleicht sieht man ja so, wo was ist. Also richtig auch nicht. Commander Bailey. Soldat, Konsole. Ja, okay. Vielleicht sieht man so dann die Position. Versuche ich mal darüber zu machen. Ich habe nicht wirklich registriert, dass es tatsächlich eine Karte von der Citadel gibt. Den hatten wir schon angequatscht. Gut, dann sind wir hier auch wieder durch. Konsole hatten wir ja schon. Muss ich da noch was machen? Warum ist die denn noch markiert? Kann ich aber nicht mehr anklicken, okay. So, dann gehen wir jetzt erstmal in den Wartebereich der Docks. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivile. Das ist Arena. Ach, ja, hatten wir ja schon. Willkommen bei Batarian State Arms. Ach, James, hi. James? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung. Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilderin kann ich gar nicht scheitern, richtig? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell, aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind meine direkte Vorgesetzte und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Ah, wirklich? Sicher, wenn er gut ist. Man würde sie nicht fragen, wenn man sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Nein, das soll sich selbst nicht Sie enttäuschen. Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Aber immer. Wollen Sie auch so eins? Nee, danke. Ich mit einer N7-Tätowierung? N7, klar. Oder vielleicht meinen Namen an einem besonderen Ort. Mhm. Sie sind ein Plagegeist, Vega. Wer, ich? Kommt nach den Flirtversuchen irgendwann mal was? Ich wollte nur... Ich wollte nicht... Also... Sie wissen schon, es war nur... Dachte ich mir. Bis später, Lieutenant. Bis später. Ja, das war cool. Da habe ich ein bisschen auf dem Zahn gefühlt, den Herr. Was zum Teufel glotzen Sie so? Ey, ich wollte mit dir quatschen. Ach, wir haben Said bekommen.
Darf ich jetzt mit dir quatschen? Schon gefragt, ob Sie kommen, Shepard. Ja, ich bin da, aber du willst nicht reden. Mit der Rekrutierung von Armeen für ihren ja, dann lasse ich dich. Ich könnte immer Hilfe brauchen. Hallo. Spricht Said eigentlich immer noch? Das ist okay, die kommt schon noch. Jetzt bin ich weggerannt, ne? Ich erkenne sie. Sie sind Commander Shepard. Und Sie müssen Taktus sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen Sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte, aber die sind viel wertvoller als Ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Okay. Ich schätze mal, die Quest ist damit dann auch abgeschlossen. Cerberus-Truppen haben durch Schalter angegriffen, vermutlich um den kroganischen Widerstand gegen die Reaper zu schwächen. Die Bodenverteidigung der Kroganer konnte den Angriff zurückschlagen. Ist hier noch irgendwas los? Irgendwie nicht so. Unsere wunderschöne VI. Er sagt ja hey, nichts mehr, ne? Ich habe die Kontrolle ja. Über Eclipse übernommen. Wir wollen mit Aria zusammenarbeiten. Ja, ja. Okay, dann gehen wir nochmal in D24 und gucken uns dort nochmal um. Dann würde ich, glaube ich, die Folge erstmal beenden und vielleicht mal so ein bisschen ergoogeln, wo was ist. Damit ich dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr den Plan habe. Spektrumstatus erkannt. Einen Moment bitte. Ankunft in Andockbucht D24. Ach, Garrus. Na? Schön, dass Sie da sind, Shepard. Was haben Sie geplant? Etwas ohne einen Kampf gegen Reaper. Was sag ich denn? Unten kommt, alles hat mit ihnen zu tun. Das klingt so negativ. Das klingt aber auch doof. Die Bar haben sie noch nicht erobert. Hab ich schon erkundet. Aber wenn das schon mein letzter Tag ist, würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee. Weißt du, wo wir hinfliegen? Wohin gehen wir? An einen verbotenen Ort. Hört sich gut an. Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem Tod unbedingt noch tun wollen, Shepard? Ich bin neben einem Turianer aufgewacht. Jetzt soll ich wohl rot werden, was? Unbedingt. Also, wovon reden wir? Während meiner ganzen Zeit bei C-Sicherheit hatte ich immer einen Wunsch. Einmal rauf ins Präsidium gehen. Ich hab's aber nie gemacht. 137 Regeln haben es mir verboten. Haben Sie sie geändert? Nein. Heute sind sie mir einfach egal. Es ist an der Zeit, mal was richtig Dummes zu tun. Vielleicht ist es unsere letzte Chance. Es ist unglaublich. Ich muss gestehen, dass ich auf eine bestimmte Stimmung gehofft habe. Beschäftigt Sie etwas?
Ich dachte, Sie brauchen Zeit, um... wegen uns. Sind Sie bereit für einen einzigen Turianer? Klar. Die Erde zu verlassen war nur erträglich, weil ich wusste, dass Sie da draußen waren. Das ging mir genauso. Das Schlimmste am Untergang der Galaxie wäre gewesen, Sie nie mehr wiederzusehen. Nun, hier bin ich. Genau da, wo ich sein will. Ich liebe Sie, Garrus Vakarian. Wow, in den Videos von Joker, so weit sind Sie nie gekommen. Es ging darum, miteinander zu schlafen, aber das... Wer braucht Videos, wenn er mich hat? Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache ein für alle Mal klären. Ich sag nicht, dass Sie nicht mit einer Waffe umgehen können. Aber manche können damit tanzen. Finden wir raus, wer wirklich der bessere Schütze ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirkten durchaus beeindruckt, Garrus. Aber ich habe sie tanzen sehen, Shepard. Sie werden verlieren. Und keine Sorge. Ich habe Übungskugeln geladen, falls Sie daneben schießen. Das war einfach und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Große Distanz? Darin bin ich Experte. Das schafft kein Lebewesen, nicht mal Shepard. Geben Sie mir was Schweres. Ich sagte was Schweres. Zur Seite. Nein, wir wollen das Ziel treffen. Und los. Kein Lebewesen. Aber ich war ja schon tot. Also schön. Nächstes Mal nehmen wir eine Herde wilder Klicksen dazu. Dadurch trennt man Anfänger und Profis. Das war eine sehr schöne Szene. Und wir haben die Augenschaft verliebt. Jetzt sind wir erst in einer Beziehung. Okay, dann haben wir das selbst geklärt. Ich würde aber sagen, wir machen hier einen Schnitt und werden in der nächsten Folge weitermachen. Und dann... ja, gucke ich mal, ob alles noch so passt mit der Party oder ob da irgendwas dann jetzt kaputt ist. Oder ob wir dann es noch schaffen, vielleicht Tali mit ins Boot zu bekommen. Ich weiß ja nicht, ob sie dort ist, aber ich hoffe es einfach mal. So, jetzt wisst ihr den Plan für die nächsten Folgen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.